Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Mario Kart Online mit dem lieben MikuXC, der mit mir heute am Start ist. Wir spielen wieder eine Runde Mario Kart. Ihr seht uns nicht in unseren gewohnten, mit unseren gewohnten hässlichen Hackfressen, sondern unseren Avatar. Ja, wir hatten Bock, mit unseren Avatars zu streamen. Ehrlich gesagt, wir sehen beide so scheiße aus, dass wir gerade nicht unsere Gesichter zeigen wollen. Ist so. Und deswegen haben wir uns gedacht, erlebt ihr uns mit unseren schönen Avatars? Die sind doch auch ansehnlich. Copyright MikuXC. Na, Copyright eigentlich ein anderer. Aber von MikuXC abgeändert. Also lasst Credit bei ihm da für diese geilen Avatare. Und ja, jetzt spielen wir Mario Kart und wir sind halt wieder mal richtig schlecht. Ihr kennt das. Ja, es liegt daran, wir müssen bedenken, das letzte Mal, wo ich jetzt Mario Kart gespielt habe, ne? Wo ich jetzt. Das war bei unseren letzten Aufnahmen. Das ist schon fast ein Jahr her. Ne, ein halbes Jahr her, ne? Über ein halbes Jahr, weil das habe ich noch, haben wir noch gemacht, bevor ich umgezogen bin. Leute, entschuldigt, dass das keine Projekte mit dem guten Miku und mir zusammenkamen. Wir waren das halbe Jahr wirklich sehr im Stress. Es war viel, viel los. Oh ja. Das normalisiert sich jetzt wieder. Wir werden wieder aufnehmen und wir haben geile Projekte für euch geplant. Nur leider wird es war halt sehr, sehr, sehr viel los. Ja. Vor allem, man kriegt es ja selber so gar nicht mit als Zuschauer. Man sieht, oh, da sind Let's Plays, die kommen. Dann denkt man sich so, ja, der macht Let's Plays, der hat halt zu tun, der macht. Ist alles in Ordnung, weil er da halt auch in Ordnung, weil er alles nur mal redet, aber also währenddessen privater geht es halt sehr viel um, weil Let's Plays, da nimmt man sich kurz mal Zeit und der Rest der Woche findet das Privatleben statt außerhalb von YouTube, ne? Ja, eben, genau das ist es. Und jetzt werden aber Projekte wieder öfter kommen. Der gute Miku hat seinen Umzug hinter sich, das heißt, er hat jetzt richtig geile Umgebung zum Aufnehmen. Und bei mir ist auch wieder alles im Butter. Bei mir haben sich die letzten 2 Monate nämlich auch einige Sachen ergeben, weswegen das gar nicht so angenehm war für mich. Aber jetzt ist auch bei mir alles wieder im Butter und jetzt werden wieder Projekte starten. Wir haben Geiles geplant. Huan Timeline wird leider auf sich warten lassen. Genauso wie, was war das andere? Pokémon die Soul Link. Wir haben ja schon die Soul Link geplant. Also genau, da ist alles schon fertig. Die kommt auf jeden Fall. Aber wir bringen im Moment so viel Pokémon-Content. Wir wollen euch nicht nur Pokémon-Content die ganze Zeit jetzt langweilen. Wir sind keine Poketuber. Wir wollen nicht nur Pokémon-Content bringen. Aber die Soul Link ist geplant. Wir haben alles fertig gemacht dafür. Und ja, freut euch auf diese, wenn sie dann stattfindet. Aber wir werden jetzt einfach irgendwelche random Titel bringen und wir haben noch ein ganz spezielles Projekt, das hat der Miku vorgeschlagen, geplant. Das wird dann wahrscheinlich unser nächstes Projekt werden erstmal, bis wir den ganzen Pokémon-Content hinter uns gebracht haben. Ja, das Ding ist halt zu viel Pokémon auf einmal, sodass wir die Nuzlocke jetzt nicht da unbedingt dazwischen quetschen wollen, ne? Ja, genau. Wir bringen jetzt, du hast Strahlen der Diamant auf deinem Kanal gebracht, bei mir läuft die Nuzlocke noch. Ja. Und das wollen wir dann halt doch nicht. Das wäre halt einfach zu viel Pokémon. Deswegen haben wir was anderes geplant, wenn es denn rauskommt. Das kann man sogar zweit spielen. Genau, das werden wir uns gönnen. Und wir werden ziemlich hart verkacken. So viel steht fest. Aber es wird witzig werden. Also wir werden richtig. Es wird bestimmt witzig. Und vor allem sieht man auch, es ist anders wie bei Smash. Anders wie bei Smash. Bei Smash und sieht man ja bei Mario Kart eigentlich immer dasselbe. Aber bei dem Spiel, da hat jeder seine eigene Ansicht, weißt du? Genau, und wir spielen, glaube ich, auch nicht gegeneinander direkt, sondern auch zusammen, ne? Ja, wir spielen miteinander. Genau. Nur ich will jetzt nicht verraten, was das für ein Spiel ist, Leute. Genau. Ihr werdet sehen. Lasst euch überraschen. Ich habe das Gefühl, dass das richtig lustig wird. Und ich auch. Und ja, und es könnte sogar sehr kurz werden. Naja, es wird wahrscheinlich sehr kurz. Wir werden wahrscheinlich nicht lange da am Ball sein, sage ich mal. Aber ich denke, falls wir sterben werden, werden wir natürlich setten und nochmal neu beginnen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Genau. Andere Let's Player damit ja auch. Wir werden nicht beim ersten Mal direkt durchspielen. Das kriegen wir nicht hin. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass das echt witzig wird. Und ich kann euch nicht mehr versprechen, dass wir es überhaupt jeweils durchschaffen. Also, so ist das. Genau, aber wir haben viel geiles Zeug. Aber es wird witzig. Wir haben viel geiles Zeug geplant, so ist es nicht. Also wirklich extrem cooles Zeug wird auf euch zukommen. Und ihr kriegt. Ja, vor allen Dingen auch. Das Ding ist halt auch,
im Sommer, ne? Leute. Der Sommer. Das können wir eigentlich schon ankündigen. Ja. Ihr werdet wieder Monster Hunter Let's Play Part sehen mit uns beiden. Oh ja. Im Multiplayer. Monster Hunter Sunburn, Alter, boah. Das wird richtig geil. Das wird richtig und nice. Was auch richtig gut wird, wird Splatoon 3, ne? Oh, Splatoon 3, Leute, freut euch darauf. Wir haben so Bock. Also, wenn ihr die alten Parts von uns geguckt habt, dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Das wird so also das witzig wirklich, das werden. Das ist heute noch. Gut, die Let's Play-Parts sind halt schon richtig lange her. Das war glaube ich, mein erstes Projekt sogar mit Breath of the Wild, ne? Ja, mit mir. Ich habe jetzt ja schon vor dir ein paar Parts aufgenommen. Du kamst erst ab Part 16 dazu, glaube ich. Genau. Naja, auf jeden Fall, die Let's Plays, Alter. Das wird, Alter, also Splatoon 3 wird... Das wird richtig geil werden. Wir versprechen euch, ihr werdet in jedem Part mindestens dreimal, ich sag jetzt ganz mal vorsichtig, ne? Mindestens dreimal lachen. Ja. Ich denke auch. Halt so, wenn ihr die alten Let's Plays können wir euch jetzt nicht mehr empfehlen wegen der Audio und so und Videoqualität und so. Ganz alt meine ich jetzt, ja, die lustigsten meine ich. Ja, genau. Also ich würde mal selbst meine eigene nicht empfehlen, die Qualität ist jetzt auf einem ganz anderen Standard. Ihr werdet so. Ich will, das ist halt das Ding. Wenn ich jetzt sage, ihr werdet so. Dann, nachher kommt das denn nicht so. Aber es wird so kommen, weil ich es weiß. Aber irgendwie ist das auch nicht. Kann das natürlich auch nicht so sein. Aber trotzdem. Sagen wir einfach, ich freue mich schon. Ich bin hier hart am Lachen. Und das wird richtig witzig werden. Ihr seht jetzt hier Mario Kart. Das ist halt. Wir sind ja halt ganz gelassen hier gerade Mario Kart spielen. Wenn ihr jetzt uns Splatoon gespielt habt, damals gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir die größten Idioten sind. Ja. Also ins Platoon sind wir halt richtig schlecht. Also das wird richtig witzig. Nicht schlecht, wir sind teilweise halt auch ganz gut. Wir sind ganz gut, ich würde es jetzt nicht unbedingt als schlecht bezeichnen, ne? Stimmt, hast du recht. Aber wir haben damals... Oh, wir haben geraged, ne? Wir haben geraged. Wir ausgerastet. Wir schwelgen in Vergangenheit, der Pinselspieler. Oh, dieser Part, ja. Das war der... Ich erinnere mich immer noch an einen Namen. HK Adonis. Oh, HK Adonis. Wenn ich mich an so einen Namen erinnere, Leute. Der war krass, Alter. Wenn ich mich an die Namen der gegnerischen Splatoon-Spieler erinnere, dann weiß ich, dass das wirklich sehr salzig... Dass die Parts waren sehr salzig. Die Parts waren echt... Also, und es wird wieder so salzig werden. Und Splatoon war, weißt du noch, damals, als Splatoon 2, wo wir so Ranked gespielt haben, aufgenommen haben. Oh nein. Und plötzlich sind Mudo und Dings dabei, einfach plötzlich in unserem eigenen Team, Alter. Ja! Splatoon hat so gute Momente, auch mit Yuki damals noch. Stimmt, und ihr könnt euch darauf freuen, Yuki wird wahrscheinlich auch wieder dazu stoßen. Die holt sich Splatoon 3 auch. Ne? Sie wird, Pumpkin. Und freut euch drauf. Splatoon 3 wird geil. Das wird, glaube ich, unser... Oh. Zusammen das wird größtes Projekt, was wir jemals machen werden. Also wir werden Splatoon 3, Alter, so oft. Wir werden wahrscheinlich mehrere Parts die Woche als aufnehmen als beim letzten Splatoon 2 noch, Alter. Ja, es waren glaube ich 80 oder 86 Parts Splatoon 2. Und wir haben für Splatoon 3 angepeilt über 100 Parts. Also freut euch drauf. Locker. Das also wir werden wahrscheinlich geil. In der Release-Woche locker jeden Tag ein Part bringen, Alter. 100%ig, ich hab so Bock, Alter. Das wird so witzig werden. Das wird so geil. Ich kann es gar nicht mehr erwarten. Haben die schon Release rausgedrückt? Nein, ne? Wir haben das Splatoon 2 damals Geschichten ausgedacht über die anderen Inklinge, wieso die so dumm sind und keine Ahnung. Oh, wenn ihr wollt, wundert euch dann aber nicht an der Bildqualität. Schaut mal in das alte Splatoon-LP rein. Gut, Mikus ältesten Parts sind, glaube ich, auf privat geschaltet, weil die findet er so schlecht, dass er die nicht öffentlich gelassen hat. Ja, kann man sie nicht angeben. Das war auch so lustig. Ich weiß, ich bin jetzt hier Mario Kart schlecht, das ist mir auch egal. Da waren Parts dazwischen, wo wir die Gegner halt einfach verarscht haben, weißt du? Wir sind halt, während wir bei anderen Let's Plays geguckt, wir haben damals bei anderen Let's Plays mal rübergeguckt, die anderen Let's Player, die Splatoon 2 damals Let's Played haben, auch in Koop oder so. Da war es ja eher so, dass sie halt ganz normal gespielt haben, kein Spawncamp mehr und so. Und wir waren so dreist und wir haben ja einfach gespawncampt. Das war uns scheißegal. Ja, das war halt so wir witzig. Wir haben einfach aufgenommen, wie wir spawncampen. Leute, wir werden das auch wieder machen. Wir sind einfach 30 Spieler gewesen und das werden wir wieder so tun. Und dann am Ende sogar noch, haben wir sogar noch ein paar Themenparts gemacht, wo wir über verschiedene Themen geredet haben. Aber macht euch
keine Sorgen, das wird nicht nochmal so kommen. Wenn wir Themen haben, werden wir darüber reden, aber wir werden uns für ein paar. Dann wieder spontan. Dann wieder spontan. Wir werden uns nicht mehr die Themen zurechtlegen. Genau, weil. Spontan. Der Miko und ich haben uns gedacht, die Parts verlieren dadurch viel an Witz, wenn wir uns auf ein Thema konzentrieren. Und dann sind wir halt nicht mehr individuell. Wenn uns spontan ein Thema mitten im Part einfällt, werden wir drüber reden. Sonst bleiben wir ganz spontan und ihr könnt uns halt ragen sehen. Also so richtig hart ragen sehen. Diesmal auch mit Facecam. Also das wird richtig witzig werden. Oh, ich freue mich so richtig hart darauf. Splatoon 3, bitte komm ganz schnell raus. Da hab ich Bock drauf. Wie war das nochmal genannt? Geteabagged, nur in Squid. Squidbaggen. Gesquidbaggt haben wir die Gegner, wir haben Spawn, wir sind richtig kunstgemein gewesen. Richtig. Ich habe zum Beispiel ein Part gehabt, da habe ich doch erklärt, wie die Sprungboje funktioniert, ne? Wie habe ich das gemacht? Ich habe die Sprungboje einfach als Köder benutzt, weil die Gegner da immer hinlaufen und da habe ich die Gegner einfach hinter uns erschossen. Oh, Dreck. Leute, ich muss mich entschuldigen. Ich glaube, ihr habt die ersten 10 Minuten keinen Ton. Vom Spielaudio. Scheiß drauf. Ich habe vergessen, den Ton wieder anzumachen. Jetzt habt ihr Ton. Ich werde mir dafür was einfallen lassen. Vielleicht schickt mir Miko auch sein Tonaudio rüber, wenn er die Audio extrahiert oder nichts, sowas. Also, bringt ja nichts. Hau einfach immer wieder vom Menü, den Sound. Nee, ich meine die Streckensounds, die fehlen mir halt einfach nur. Ja, hau einfach von den einzelnen Streckensounds, die gibt's ja auf YouTube zum Download und so einfach. Ja, stimmt, das mache ich halt so. Gute einfach Idee. Packen runter, das ist halt gut. Einmal Menü-Theme und zweimal die Streckensounds. Genau. So, für die 10 Minuten ist aber völlig egal. Genau, sind ja nur zweimal, ist ja nur halt einmal anpassen. Also das mache ich, Leute. Jetzt habt ihr aber Sound und ja, wo war der gute Miko gerade stehen? Beim Squidbaggen, genau. Wir waren halt in Splatoon fies. Wir waren richtig fies. Also Leute, ich weiß, dass wir sind ja in der Zeit, wo wir halt Splatoon jetzt nicht aufgenommen haben, sind wir halt natürlich auch größer geworden auf YouTube, ne? So ein bisschen. Ich habe mittlerweile mal 1000 Abonnenten erreicht, hätte ich damals nicht gedacht. Richtig, ich bin leider wenig größer geworden. Ich habe 333 zum derzeitigen Stand. Das hat aber, glaube ich, eher mit meinen Projekten zu tun, weil ich viel RPGs, also extrem viel lange RPGs spiele. Und der Miku spielt halt ab und zu Farming Simulations und da zieht man halt viele Zuschauer an. Weil die Zuschauer finden das chillig, glaube ich, bei sowas zuzugucken. Ja. Das ist auch chillig zum Spielen, also finde ich ganz angenehm. Und man kann sich dann richtig seine Zeit nehmen. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, auch ich werde nicht aufgeben. Ich werde natürlich weiter YouTube machen, weil mir macht das richtig Spaß. Aber das Ding ist, wir werden wahrscheinlich sehr viele. Das war aber Splatoon 1 nicht so krass, war Splatoon 2 nicht so krass, weil wir einfach noch nicht so groß waren. Aber jetzt, weil wir größer sind, kommen wir natürlich leicht an die Vorschläge, ne? Wir werden so viel Hate auf uns ziehen. Ja, wir haben jeden CS-Typen beleidigt, den es gab. Oh, scheiße, stimmt, ne? Ja, und ich sag's dir jetzt schon, wenn wir nochmal, das wird. Vor allem, wir werden. Das Ding ist, selbst wenn wir versuchen, Plattformen Mund zu nehmen. Selbst wenn wir es versuchen. Das geht nicht lange gut. Die CST-Typen, ne? Oh nein. Ich weiß, Destiny Cast, bla bla, mittlerweile, ja. Trotzdem. Selbst schwach mal. Nee, siehst du, da fängst du halt schon an. Wenn ich halt schon drüber nachdenke. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber Leute, da kann ich euch definitiv versprechen, dass. Es kommt eine geile Zeit wieder mit uns beiden auf euch zu. Die Pause ging jetzt lange genug. Wir haben soweit alles geregelt. Bei mir könnte Ende des Jahres ein Umzug anstehen. Aber da schauen wir mal, ob das überhaupt dann so wird. Erstmal will ich mein Setup hier noch final endlich fertig machen für euch. Und vielleicht seht ihr Miko und mich dann auch mal beide zusammen in einem Bild. Wer weiß. Ja, wer weiß. Er weiß das schon. Das ist aber das Platoon, das. Ich schwelgte halt so gut in Erinnerung, weil die Parts einfach so lustig waren. HK Adonis, ne? Wegen der Qualität kann ich dir mir nicht mehr geben. Ja, leider. HK Adonis, aber ne? Die Parts. Oder der Pinselspieler. Boah. Oh, der Pinselspieler Part 4 war das, glaube ich, bei mir. Da ist der. Leute, guckt in Part 4 rein. Das ist, glaube ich, also mein Lieblingspart. Da ist der Miku so abgegangen. Oh, hey. Mann. Das war heftig. Wenn ihr mich mal ausredet, ich raste ja in letzter Zeit, seitdem ich YouTube mache, immer weniger aus. Ja. Weil ich mich einfach an die ganze Situation gewöhnt und eher über meine Schlechtigkeit lache, weißt du? In Splatoon wird das aber wiederkommen. Früher war es nicht so, und in Splatoon wird das definitiv wiederkommen. Ja, denke ich auch.
Und dann, es wäre so lustig, wenn dann im. Ach, es wäre so lustig, wenn wir Splatoon 3 spielen und in einer Online-Runde kommt dann HK Adonis, Alter. Nee, du wird nicht kommen, aber es kommen bestimmt andere HKs. Das war jetzt bei Splatoon, war es auch irgendwie mit den Clans immer so. Stimmt. Da haben sie irgendwie Cringe-Clans ausgedacht. HK Adonis, Alter. Wir müssen uns auch einen Clan, ausdenken, aber das können wir auch ein Part machen. Ey, ihr habt. Wenn ihr, die Squidlappen! Wenn ihr jetzt denkt, so was redet die das über Splatoon? Ich habe kein einziges Splatoon-Video von dir gesehen. Wenn ihr müsst überlegen, ich habe den gute Miku, also ich, hat damals sogar eine Website erstellt über uns beide. Also über mich und Trey, ja, mit Splatoon. Mit der Longboard-Tour, ne? Und hab ich, die sogar extra erstellt, weißt du? Einfach nur, um dir mein Video zu zeigen. Die existiert sogar immer noch, die Website. Mit der Longboard-Tour, ne? War ja, das nicht ihr so? Müsst mal googeln, ja, ihr müsst mal googeln, Miku XC und Trey 92 Longboard. Dann seht ihr die Website. Wisst ihr, die habe ich nur erstellt, um in einem Video einfach, um das Video einfach lustig zu machen. Um die Leute halt zu verarschen. Genau, um die Leute halt einfach zu verarschen. Ungeln, ne? Verfahren wir damit verarscht. Ja, es oder, stimmt, die Website existiert ja, aber das ist so witzig. Leute, und sowas erwartet euch in Splatoon 3 auch. Oder wir haben jedes Mal, wenn wir beleidigt haben, die anderen Spieler, haben wir zensiert mit Squid-Geräusche, Alter. Ja, ne? Jedes Mal. Oder einmal, wo wir Etika beide benutzt haben. Rest in Peace an dieser Stelle an Etika. Ja. Wo wir ihn auch einmal benutzt haben, dieses Super Smash Brothers Meme, was er erschaffen hat. Oh ja, Mann. Oh, das war... Es war schon... Das waren krasse Zeiten. Ich schwelge gerade ein bisschen in Erinnerung. Oh ja, Mann. Deswegen hoffe ich mal, deswegen bin ich da so begeistert, dass das wiederkommt. Ja, ich auch. Aber ich denke schon. Thumbnails, Alter. Boah. Ja, also bei mir werdet ihr eine Verbesserung an den Thumbnails auf jeden Fall sehen. Heute sehen meine Thumbnails ganz, ganz anders aus. Vorher waren das ja Standard-Thumbnails mit links und rechts weiß. Heute ja, richtiger Rahmen und ich habe auch schon eine Idee für Splatoon 3. Ich noch nicht so wirklich, aber ich werde einfach warten und dann wird mir schon was einfallen. Die Idee ist richtig schlechte Mario Kart. Die Idee ist relativ simpel, die ich für Splatoon 3 eigentlich habe. Soll ich sie dir erzählen? Nee. Willst du dich überraschen lassen? Ja, weil ich mich dann unterbewusst inspirieren lasse, das möchte ich nicht. Okay, alles klar. Aber erstmal warte ich, bis erste Artworks von Splatoon 3 richtig veröffentlicht werden, bevor ich damit anfange. Vorher nicht. Aber das wird, Leute, freut euch einfach. Es wird eine geile Zeit auf euch zukommen. Ich habe im Gefühl, 2022 wird ein starkes Jahr werden. Oh ja. Also wir versprechen euch definitiv, wenn ihr irgendwas von uns guckt, seid bitte nicht bei Splatoon. Wenn ihr irgendwas guckt und ihr oder ihr auf unserem Kanal neu seid und vielleicht eventuell sogar leicht triggerbar seid, guckt nicht Splatoon 3. Nur mal als Vorwarnung. Genau, dann haltet euch von Splatoon 3 fern. Ich möchte keine Dislikes ernten. Weil dann, wenn ihr wirklich leicht triggerbar seid, dann werdet ihr mit Splatoon 3 getriggert. Hundertprozentig. Ziemlich safe. Ja, lasst es lieber bleiben. Also dann gönnt euch unsere anderen Projekte, aber bleibt von Splatoon 3 Fan, wenn ihr nicht hart im Nehmen seid, was Triggern angeht. Weil wir werden richtig ausrasten, wir werden ragen und den ein oder anderen Witz reißen. Also seid darauf vorbereitet, nennen wir das jetzt mal. Ja, also wir werden jetzt nicht unbedingt hier irgendwelche Ethnien oder sowas fronten oder sowas, ne? Aber nein, sowas halt, nicht, aber halt Witze. Wir sind schon sehr... Wir würden uns selber nicht als witzig bezeichnen, so weißt du. Aber die Parts waren halt so lustig. Die waren halt echt witzig, weil sie auch natürlich waren. Wir sind halt wirklich ausgerastet, wir haben das nicht gespielt. Nee. HK Adonis, Alter, ich werde mich immer an ihn erinnern. Ich weiß nur, als ich richtig ausgerastet bin, wie du erstaunt warst, wie ich ausraste, Alter. Oh ja. Du warst voll still, Alter. Du hast richtig... Ich hab dich einfach ragen lassen. Teilweise hast du, glaube ich, echt gedacht, ich wecke in dir Panik hervor. Ja, ich hab dich einfach ragen lassen. Leute, guckt euch Splatoon 2 an, wenn ihr das sehen wollt. Vor allem, wir lassen auch ein, wenn jemand sich richtig aufregt, weißt du. Wir sind halt aber auch jemand... Du hast mich zwar ragen lassen, aber wir beide sind halt jemand, wenn wir merken, dass andere gerade raged... Wir drücken noch Salz rein. Wir drücken noch Salz in die Wunde. Ja, aber richtig so, hart. Das kann mir nicht angehen. Diese Lags. Und dann sagt einer von uns halt immer irgendwie sowas halt. Du bist halt scheiße. Guck doch mal an. Ich werd gerade Mario kartet, Alter. Ich bin Zwölfter. Ja, finde ich gut. Genau so was meinen wir.
Ich wurde gerade. Red Shell. Kugelwilli. Red Shell. Kugelwilli. Ja, Green Shell. Oh Gott. Fuck it, Alter. Ich fange schon wieder an. Mario Kart, ja. Alter. Das ist meine Time to Shine. Es geht los. Bitte gib mir einen Kugelwilli, Alter. Oh, ja, nur Pilze. Komm doch, treff doch mit dem scheiß Bumerang jetzt. Ich hätte Erster werden können, wenn er alle in eine Reihe getroffen hat. Aber Bumerang ist einfach dreckig. Ich bin halt einfach fucking Elfter. Ja, hatte ich vorhin auch. Ist ja nicht schlimm. Wenigstens ist Matty noch hinter mir. Matty ist bestimmt richtig Matt. Mhm. Ein Rennen noch für diesen Part? Wir können sogar noch zwei reindrücken. Alles klar, man ist alles Dreck hier. Na, wobei Marios Piste geht. Tic-Tac-Trauma ist geil. Oh, wieso wählen alle immer Tic-Tac-Trauma? Was finden die alle so toll an der Stage? Ey, komm, sei ehrlich, froh. Mann. Wenigstens nicht Babypark. Gut, alles besser als Babypark. Alles ist besser als Babypark. Ich bin 100%. Ich glaube, bei Splatoon 3 sind die Spawnpunkte in der Luft. Ich glaube, man kann nicht mehr so leicht Spawn campen. Ehrlich gesagt, ich weiß es. Also sieht danach aus. Es sieht ja stark danach aus, weil man hat ja gesehen, der Kampf beginnt und die schweben irgendwo in der Luft und konnten dann irgendwo hinspringen. Ja, das kannst du haben, tatsächlich. Deswegen weiß ich es nicht. Ja, wir finden schon Mittel und Wege, den Gegner so richtig zu nerven. Ja, eben, es wird schon geil. Aber ich glaube, du kannst Spawn campen. Also so wie halt in Splatoon 2 auch. Du kannst halt nicht direkt in deren Spawnpunkt laufen, ne? Aber die haben dann schon Schild. Das war in Splatoon 1 ja richtig heftig, ne, noch? Oh, hör mir auf, Splatoon 1 war furchtbar als Spawn campen, Alter. Ey, da konntest du, die Stage gibt's auch gar nicht in Splatoon 2. Da konntest du, glaube ich, in die eine Stage mit einer Bohrinsel oder so, glaube ich, hieß die. Du konntest einfach auf die Gegnerseite hin. Du konntest auf die Gegner, wenn du mit gut gezielten Sprung bist, konntest du auf die Gegnerseite rüberspringen. Ja. Und konntest die Gegner die ganze Dauer killen. In Splatoon 1 war ich richtig gut mit der Sniper. Ja, ich hatte in Splatoon 1 ja noch eine andere Waffe. Ich hab da. Oh Gott, Spiegel? Ja, ich wollte gerade sagen, warum muss ich hier nach links? Ich glaube, in Splatoon 1 hatte ich damals noch die komische Machine Gun Waffe, da diese silberne oder was, die goldene. Da kann man sich auch immer gut hochstellen auf der Bohrinsel, ne? Genau, und in Splatoon 2 bin ich jetzt Dual Gun Spieler, aber ich möchte gerne in Splatoon 3 den Bow mainen. Mal gucken, wie sich der spielt. Da bin ich halt super gespannt. Ich hab die Befürchtung, dass sich der Bow wie ein Sniper spielen wird. Ja, wahrscheinlich. Wobei ich Bow lieber hätte als ein Sniper, so richtige. Da stell ich mir cooler vor. Ich stelle mir das nämlich auch sehr cool vor, mit dem Bow zu spielen. Aber viel, wie gesagt, viel geiler, Leute, wird das. Gönnt euch die Splatoon 3 Parts, außer ihr seid leicht triggerbar. Ihr werdet eure helle Freude daran haben. Das wird halt ein Rage-Fest. Ich bin halt bei einem nur unsicher, das müsst ihr uns in die Kommentare schreiben, ob ich mal Splatoon 3 mal so vernünftig mal let's playen soll. Ja, da bin ich auch am überlegen, weil Splatoon 3 soll ja, der Story-Modus sieht sehr interessant aus. Ja, aber bei Splatoon 2, da war ich damals ja auch ein Harder, ob ich Let's Playen soll. Vielleicht hole ich das mal nach, das Splatoon 1 nicht mehr. Das ist zu lange her. Nicht nur, weil das zu lange her ist, Splatoon 1 hat keinen richtigen Story-Modus. Genauso wenig wie Splatoon 3. Splatoon 2. Aber bei Splatoon 2 war der DLC halt so geil. Der DLC, den würde ich aber getrennt von Splatoon 2 Story-Mode bezeichnen. Den DLC kannst du ja nochmal Let's Playen. Der war ja auch richtig gut. Aber die Story von Splatoon 1 und 2... Nochmal tue ich einige Sachen nicht an. Die Story von 1 und 2 würde ich jetzt nicht nochmal let's playen. Nee, ne? Lohnt nicht, ne? Nee, das lohnt nicht. Ist ja nicht mal ein richtiger Story-Modus. Komm! Yes! Da ist eine Banane reingeflogen, Alter. Was ist das denn, Trottel? Siehst du mal, das meine ich. Ich bin jetzt Herr Elfter, ne? Neunter, Herr Neunter? Was? Erzähl mal, ich war gerade eben Elfter. Neunter, lol. Alter, und ich bin Erster. Freut mich für dich. Finde ich gut. Finde ich schön. Ich weiß. Toll gemacht. Ich finde das, find das auch gut. Oh, Splatoon 3, das ist so geil. Wir werden wahrscheinlich. Das wird, wir sagen jetzt schon, mindestens 100 Parts sein. Ja, bei Splatoon 2 haben wir auch, glaube ich, nur aufgehört, weil. Das Spiel war ja auch schon eine ganze Zeit lang draußen, als wir es angefangen haben zu spielen. Und. Bei Splatoon 3 werden wir das zu Release bringen. Ja, und wir werden zu Release halt gleich. Wir werden wahrscheinlich die ersten 20 Parts innerhalb von 2 Wochen aufnehmen oder so. Ich denke auch. Da werden wir einige. Wir wahrscheinlich einen Monat lang heiser sein und dann gehen die nächsten 20 Parts los. Ja, eben. Wir werden richtig schön vorproduzieren und das wird dann heftig.
100 Parts vorproduzieren, Alter. Ja, da müssen wir halt gucken, wie wir da vorproduzieren, weil wir müssen zwischenzeitlich, wenn eine neue Stage kommt, müssen wir halt auch mal ab und zu mal den Part davor vorschieben, weil eine neue Stage dazwischen kommt, ne? Ja, stimmt. Und Splatfest. Also, wir müssen ja vor allem eine Aktualität bieten. Splatfest, weil, da freue ich mich so drauf, ne? Ja, ich hoffe das ist geil. Ich hoffe halt, wie gesagt, dass die Splatfests mal nützlicher werden und man das RNG auf den Rüstungen abschafft und vielleicht bei Splatfests geile Skins gewinnen kann, wenn du mitmachst. Ja. Also zum Beispiel so, dass du zwei verschiedene Ausrüstungsgegenstände bekommst, wie einmal für die, die verloren haben und einmal für die, die gewonnen haben. Denn können die, die gewonnen haben, halt das der Verlierer nicht bekommen und umgekehrt. So hat jeder was davon. Das würde ich cool finden. Wusstest du, wenn du triftest und den Kontrollstick wackelst, womit du triftest, dass du schneller den Boost auffüllt kriegst? Beim ja, das weiß ich. Ah, okay. Ist mir gerade das wieder aufgefallen, weil ich es wieder automatisch mache. Deswegen. Ja, Muscle Memory, ne? Muscle Memory, ja. Muscle Memory geht immer voll rein. Ich hab's gemerkt, dass ich das wieder automatisch mache. Dementsprechend, ja. Gut, die Abkürzung hab ich noch nicht so drauf. Ich hätte hier boosten können mit dem Pilz, aber ich habe meistens immer Angst, dass ich halt da verkacke beim Springen. Aber ich habe Instrumentalpiste auch gewählt und die MRS kommt im Moment jede Strecke, die ich haben will, glaube ich. Welchen Platz bist du eigentlich? Erster. Du Lappen. Da, wo ich hingehöre. Da, wo du hingehörst. Auf dem ersten, vom letzten vielleicht. Kann passieren. Kann passieren, wenn ich richtig gemario-kartet werde. Beschwör's nicht. Doch. Ich beschwör's. Nein. Oh, Mario Kart Gott. Bitte. Gott Mario Kart, bitte tu mir das nicht an. Ich möchte gerne Erster bleiben. Mach Erster auf. Eigentlich hast du es nicht verdient. Warum nicht? Ich mach gute Let's Plays. Habe ich das echt nicht verdient? Tja, geh mal weg, geh mal weg, Blue Shell. Na! Keine Blue Shell? Nee, nice. Die Blue Shell habe ich weggeballert. Da kam aber dann eine Red Shell. Ach komm! Oh, jetzt werde ich gemario-kartet, ne? Oh, es ist so furchtbar. Karma. Was geht ab? Was geht ab, Train? Karma, Alter. Ich schwöre. Oh, ich muss hier sogar abbremsen wegen dem Öl, Alter. Gut. Ach komm! Mann, ich hab nie gesehen, wie du weggeballert wärst. Och Mann! Ich werd gemario-kartet! Oh, das ist so behindert! Ich bin Sechster! Und jetzt werde ich noch Siebter, weil scheiß Kugel-Willi kommt. Achter. Ich trau mich nicht, hier die Abkürzung zu nehmen. Yes, Mann, ich bin Zweiter geworden. Du hast es gut, Alter. Karma, Vierter. Wenigstens kriege ich noch Punkte dazu. Wow, ich habe den guten Miku fast eingeholt, Alter, mit den Punkten. Ja, du hast ja auch Mario Kart oft gestreamt. Ja, stimmt, ich stream das im Moment relativ häufig. Leute, schaut in den Streams vorbei. Ja. Miku streamt auch. Der hat auch einen Twitch-Kanal. Schaut auch bei ihm vorbei. Ja, ich muss dieses Jahr auch mal wieder streamen. So, letztes Rennen für diesen Part, würde ich sagen. Dann haben wir den Part voll. Der gute Miku möchte dieses Jahr auch anfangen zu streamen, also folgt ihm da, es erwartet euch geiles Zeug. Ich möchte relativ, mein erstes Ziel ist immer ein bisschen mehr Regelmäßigkeit, das ist mein erstes Ziel. Also bis jetzt, ich habe dieses Jahr noch nicht gestreamt, im Dezember, ich hatte meinen letzten Stream Anfang Dezember oder so. Ich will erstmal in diesem Jahr erstmal Secret of Mana zu Ende streamen, also die Turbo-Mod. Die Turbo-Mod ist echt nice, ne? Ja, mal gucken, irgendwie muss ich das mal hinkriegen, dass ich regelmäßig kriege, aber ich habe da immer irgendwie, ich denke mal halt, boah. Ich habe ja auch nebenbei noch Pokécross, was ich machen kann, ne? Ja, wohl wahr. Da geht ja auch Zeit drauf. Und jedes Mal, wenn ich streame, denke ich mir, ich hätte meine Zeit auch anders investieren können. Irgendwie. Und Pokécross soll ja irgendwann auch mal fertig werden. Irgendwann soll es mal fertig werden, Sonst bist du irgendwann 70 und dann kommt die letzte Folge raus. Ja, aber ich denke mal, einmal im Monat sollte irgendwie drin sein zu streamen. Ja, ich denke auch. Ich denke auch, ne? Ich will auch öfter und länger streamen. Ich habe nämlich jetzt erstmal, das kann ich euch ja erzählen, Leute, den Arbeitsplatz meiner Frau umgebaut. Die arbeitet jetzt in einem anderen Raum als ich. Und das heißt, ich kann morgens auch schon anfangen zu streamen, wenn ich Bock habe. Und dann versuche ich jetzt, meine Streaming-Zeit ein bisschen zu verlängern. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Also, Entschuldigung, wenn ich ab und zu mal huste, aber das schneide ich eh raus. Warum erwähnst du es dann? Also letztlich auch. Ich erwähne das dann und schneide ich es raus. Ach so, okay, wusste ich nicht. Ich bin da eher pragmatisch. Ich lasse das entweder drinne wegen der Natürlichkeit oder ich schneide es halt gleich raus. So wie du. Ja. Meistens schneide ich es raus. Ich guck mal eine Party. Aber meistens hustet der gute Miku ja auch nicht. Wir produzieren halt vorher. Wenn es uns mal wirklich schlecht geht, haben wir eigentlich immer vorproduziert. Für Parts. Ja.
Also, mir geht es jetzt nicht schlecht. Ich habe nur das Gefühl, ich habe mich vorhin verschluckt. So, ich bin wieder da, wo ich hingehöre. Auf dem ersten Platz. Und jetzt werde ich. Und genau nach dieser Aussage werde ich gemario-kartet. Finde ich gut. Ganz angenehm. Finde ich gut. Also, ich sehe dich schon. Ich krieg nur noch. Natürlich braucht es wieder Ewigkeiten, weißt du? Und dann krieg ich natürlich nur einen Pilz. Ich krieg auch. Hast du auch nur einen Pilz gekriegt? Oh. Fehler bei Datenübertragung, ich bin rausgeflogen. Oh nein, der gute Miku ist raus. Gut. Ich mach das Rennen jetzt noch zu Ende. Ihr könnt den Miku noch hören. Hallo. Ja. Ich bin rausgeflogen. Das war's mit diesem Hashtag, Part, Leute. Hashtag Vodafone Kack-Internet. Ich weiß auch nicht, warum ich rausgeflogen bin. Ich habe mich schon gewundert, warum der Item-Menü so weit so lange gebraucht hat. Oder nicht unbedingt. Oh, mein Item-Menü braucht auch sehr lange. Irgendjemand laggt in der Lobby. Ziemlich doll sogar. Ja. Wahrscheinlich war das gerade der Host und deswegen bin ich rausgekickt. Wahrscheinlich, ja. Denke ich auch. Nintendo Switch Online, erweitere dein Spielerlebnis. Na gut, ich versuche einfach zu joinen. Das? Beim nächsten Part seht ihr denn wieder, wie ich mit guten Train wieder fahre. Genau, das, Leute, passiert übrigens, wenn ihr keine Server habt, wie Nintendo das macht, sondern alles über P2P abspielt. Und danke, Buu, dass du mir meinen Panzer klaust. Ich kann mir schon mal für den nächsten Part einen Charakter aussuchen. Ach komm! Komm, wir haben es über das Splatoon geredet, nehmen wir einen Splatoon-Charakter. Ja, genau, machen wir gleich. Wir nehmen gleich im nächsten Part einen Splatoon-Charakter. Gute Idee. Hey. Ich wurde gemario-kartet, ziemlich hart sogar. Splatoon-Ringe. Slick, genau. Voll auf die Schnute, Alter. Hau mal warten zu, Mann. Und ich bin Vierter. So, Leute. Das war's für diesen Part. Ja. Mehr gibt's nicht zu sagen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao. Bis dann. Bis dann.